Hallo, my lovelies. Ich habe eine Idee. Also, beziehungsweise nein, es ist keine wirkliche Idee, aber ich dachte mir, da wir schon lange, glaube ich, kein Gedanken, Gefühle und nächste Schritte des Gegenübers Orakel mehr hatten, das ist ein Name, oder? Habe ich mir gedacht, machen wir doch das heute mal wieder. Also, damit meine ich die Gedanken deines Gegenübers in deine Richtung. Was denkt er, sie von dir über dich? Was fühlt dieser Mensch für dich oder in Bezug auf dich? Und was sind seine nächsten Schritte in deine Richtung? Was zeigt sich? Gute Idee oder gute Idee? Machen wir das einfach. Natürlich, wie immer, meine Lieben, ein allgemeines Orakel. Das heißt, du spürst dich bitte oder du überprüfst bitte für dich persönlich, ob das dein Reading ist. Ja, ganz klar. Also, was haben wir hier? Auf der Gedankenebene der Page, der Kelche, die 5 der Schwerter. Oh, was ist da passiert zwischen euch? Ein oder zwei holen wir uns noch ab. Der König der Stäbe. Nein, ich hätte gerne noch eine. Ja, das wäre wirklich, wirklich cool. Vielen Dank. Die 5 der Stäbe. Krieg im Kopf, meine Lieben. Kurze Info nochmal, ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier ein Herr, okay, auf den wir gucken, aus der Sicht einer Frau. Ich bin wieder zu blöd zu lesen. Das ist der Ritter der Stäbe, nicht der König der Stäbe, meine Güte. Also momentan habe ich es, aber ich habe als erstes den König gesehen vor meinem inneren Auge. Egal. Wie wäre es mal mit einer Brille? Also nochmal zurück zum Thema. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann blickt. Quasi, wir haben ja ein männliches Gegenüber. Wenn es bei dir persönlich irgendwie in irgendeiner Form ein anderer Fall ist, dann bitte ich dich diesbezüglich umzudenken. Okay? Also, meine Lieben, wir haben hier ein bisschen Krieg im Kopf, Konflikt im Kopf, nichts jetzt Bösartiges in der Hinsicht, sondern es geht hier um einen Vorfall, der sich zwischen euch beiden ereignet hat. Ich habe hier ein ziemlich schlechtes Gewissen. Ich habe hier ein bisschen, ja, ich kann es nicht anders sagen, ja, Kriegsstimmung, Konfliktstimmung, Streit, Diskussionen, sonst irgendwas. Er möchte sich bei dir entschuldigen. Er möchte mit dir darüber sprechen. Ja, das ist, vielleicht plant er das gerade. Das ist seine Idee. Er möchte mit dir etwas klären. Etwas, das zwischen euch beiden steht. Etwas, was er vielleicht verbockt hat. Etwas, was zwischen euch beiden vorgefallen ist. Jetzt in Bezug auf eure gemeinsame Verbindung oder sonstiges. Ja, das spielt auch überhaupt keine Rolle, ob ihr hier in einer festen Beziehung schon seid, ob ihr miteinander euch eine Wohnung teilt, also ob ihr jetzt zusammen lebt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ja, das sind lauter so drumherum Informationen, die sind unwichtig. Ich bin gerade am gucken, weil das belastet ihn sehr vom Kopf her. Und er ringt hier mit den richtigen Worten, beziehungsweise wie er überhaupt auf dich zukommen kann. Irgendeinen Kampf hat er hier verloren, irgendeine irgendeine Niederlage hat er hier durchlebt, ja, in Bezug auf eure gemeinsame Verbindung. Wir haben hier auf dieser Verstandesebene den Konflikt zwischen Herz und Verstand. Das ist eine sehr interessante Energie, meine Lieben, weil
Man muss ja dazu sagen, wenn wir auf die Gedanken schauen eines Menschen, eines Gegenübers, ja natürlich in den meisten Fällen, dann ist es schon zwischendurch mal selten der Fall, dass gewisse Gefühlsregungen sich in die Gedankenwelt schleichen, ja, dass man über Gefühle nachdenkt. Was wir hier drin aber haben auf der Verstandesebene, ist dieser Konflikt zwischen Herz und Verstand jetzt weder positiv noch negativ. Ja, wenn ich Konflikt sage, dann spreche ich einfach nur von einer Konfrontation von zwei gegenüberliegenden Seiten. Das ist niemals gut oder niemals schlecht. Ja, es ist eine neutrale Energie in erster Linie. Und dieser Mensch beschäftigt sich hier hardcore, möchte ich sagen, weil so liegt es nämlich da, mit diesem Konflikt zwischen Herz und Verstand. Ja, vielleicht fragt er sich hier, gibt es hier noch eine Chance, dieses Problem zu lösen? Schafft es, den Mut aufzubringen, auf dich zuzugehen? Nimmst du die Entschuldigung an, die Einladung oder sonst irgendwas? Wir haben hier auch Ängste mit drin, Angst vor Ablehnung, Angst, eine Chance verpasst zu haben, etc. pp. Also da ist richtig, ein richtig krasses Ding am Laufen. Wisst ihr was? Ich nehm gleich noch die Liebesbotschaften direkt für jede Ebene dazu, wenn ich sie hier rauskriege. Oh, geil, wie ich das Säckchen gerade versehentlich hingestellt habe. So. So viele, okay. Liebesbotschaft dazu, zu der Gedankenebene. Die Überfülle, eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Dieser Mensch. Es kommt mir so schwer über die Lippen, möchte deine große Liebe sein, er möchte dein Auserwählter sein. Ja. Vielleicht kurze Erklärung, warum mir das jetzt so über die Lippen kam. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie du zu diesem Menschen stehst, der hier gemeint ist, ja, falls es dein Orakel ist. Das heißt jetzt, wenn du eigentlich gar kein Interesse hast an, oder hättest an diesem Menschen, und dieser Mensch möchte aber deine große Liebe sein, dann kann das in eine sehr übergriffige Energie reinschlittern, was ich persönlich natürlich absolut nicht ausstehen kann. Deswegen hatte ich gerade so diesen Kloß im Hals. Ja, ich meine, wenn diese Energie auf Gegenseitigkeit beruht, ist ja alles Bingo, dann ist alles in Ordnung. Also, dieser Mensch möchte diesen gewissen Anteil in deinem Herzen füllen. Er möchte mit dir zusammen sein. Er möchte den Weg mit dir gemeinsam beschreiten. Ja, dieser Mensch ist auch auf welcher Ebene auch immer total in dich verliebt, beziehungsweise ist sich sicher, dass du der richtige Partner für ihn bist. Ja, dass du die Richtige für ihn bist. Erfolg, hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Ich finde es so eine krasse Energie, weil trotz dieses Konflikts im Kopf ist er davon überzeugt, dass es hier nur ein Happy End geben kann für euch beide. Ja, also man muss sich vorstellen, ich mache mir jetzt gerade eigentlich komplett umsonst Gedanken und Sorgen, weil ich weiß ja eh, dass es klappt. Ich weiß ja eh, dass wir, weiß ich nicht, am Ende des Weges, am Ende dieses Weges uns treffen werden und dann den weiteren Weg gemeinsam gehen. Ja, also so in etwa. Von dem her, ja, wenn das so ist, dann ist ja sind ja diese Gedanken, ist ja dieser Konflikt absolut unnötig, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, Lovelies, lasst uns auf die Gefühlsebene übergehen. Schauen wir auf die emotionale Ebene. Nee, einen Moment. Du bist verletzt wegen irgendetwas. Und wenn ich sage irgendetwas, dann kann das jetzt wirklich eine Kleinigkeit sein.
oder eine große Sache, ja, je nachdem, wen es hier betrifft. Und er weiß, dass du auf Nachricht von ihm wartest. Er weiß auch, dass du weißt, dass diese Nachricht kommen wird. Da ist so viel Verbindung hier bei diesem Seelenpärchen. Ihr Lieben, so viel Verbindung. Ich verstehe da den Konflikt nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, weil wenn zwei Herzen offen füreinander sind, natürlich kann es sein, dass es im Außen gewisse Hindernisse gibt, gewisse Blockaden, gewisse Dinge und Situationen und Personen, die einen Keil dazwischen treiben. Aber wenn zwei sich finden sollen, nichts kann sie aufhalten. Außer man gibt natürlich dem Außen diese Macht. Es könnte auch sein, dass es sich hier um Rivalen handelt, dass es hier zwei Menschen in deinem Leben gibt, in irgendeiner Form, die so ein bisschen um deine Gunst kämpfen. Es muss jetzt nicht sein im klassischen Sinne, dass da zwei potenzielle Partner sind, die gerne mit dir zusammen sein möchten. Das kann auch sein, dass es zum Beispiel dieser Mensch ist und ein Familienmitglied oder ein bester Freund von dir oder dergleichen, irgendwer, der vielleicht hier so ein bisschen gegenarbeitet oder mit eurer Verbindung nicht einverstanden ist oder ähnliches. Ja, das kann auch sehr gut sein. Also, meine Lieben, Gefühlsebene, die 7 der Münzen, die 7 der Münzen, die habe ich zurzeit so, so oft. Also in den Videos, ich erinnere mich genauso wie auch in den persönlichen Beratungen oder wenn ich zwischendurch einfach mal auf irgendwas oder für mich lege oder so. Okay. Einmal kurz Cookie reinlassen. Mein Schatz, ich habe dich schon gehört. Ja. Mach Platz. Geh auf deinen Platz. So. Der war gerade eine Runde draußen und wurde nicht hier abgeliefert. Er musste alleine laufen. Wuppala. Habt ihr das gesehen? Oh, gleich 3 Karten. Diesmal ist es wirklich der König der Stäbe, der Page der Schwerter. Und die 6 der Münzen. Okay. Boah. Ja, dieser Krieg im Kopf zeigt sich hier auch auf der emotionalen Ebene, beziehungsweise dieser Kampf oder diese Erkenntnis, dieses Bewusstsein über den Konflikt zwischen Herz und Verstand. Und bei Gott, ich verstehe immer noch nicht warum, weil die Energie dahinter ist so eindeutig. Was ist los bei diesen Menschen? Ja, ich meine, hey, wenn du damit in Resonanz gehst, wirst du wahrscheinlich jetzt gerade lachen und dir denkst, ja, ich weiß ganz genau, was los ist, ja, und ich sitze hier vor der Kamera und habe gar keine Ahnung von gar nichts so ungefähr. Es ist wirklich brutal. Weißt du, er hat hier auf der emotionalen Ebene, er hat hier im Herzen eine Entscheidung getroffen. Er hat sich für dich entschieden.
Dieser Prozess zwischen euch beiden geht schon eine geraume Zeit und er hat hier irgendetwas in sich aufkeimen lassen, erblühen lassen, wachsen lassen und er nimmt nun seine Gefühle in die Hand. Hat aber irgendwo gar keine Ahnung, wie er dies kommunizieren soll jetzt in deine Richtung. Dieser Konflikt mit dieser Sache auf dich zuzugehen. Ja, es kann auch sein, dass ihr in einem guten Kontakt miteinander seid und irgendwann mal ist was zwischen euch beiden vorgefallen. Es kann auch sein, dass du dich nicht mal mehr an diese Situation erinnerst. Zum Beispiel ist auch möglich. Aber ihn beschäftigt das noch und er möchte dich um Verzeihung bitten oder er hat hier irgendwas geplant, ja vielleicht auch eine Überraschung oder dergleichen und weiß aber einfach nicht, wie er dir das kommunizieren soll. Da ist so ein bisschen Aufregung dabei, da ist ganz viel Unentschlossenheit ist hier auch mit drin. Es kann auch sehr gut sein, dass er aufgrund dieser Energie aktuell enorm launisch ist, ja, was mit dir nicht im geringsten irgendwas zu tun hat, sondern einfach nur dieser Konflikt im Inneren, so, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Ja, aber was ist hier Sache? Dieser Mensch hat dich so, so gern. Ja, damit meine ich, hier sind so aufrichtige Gefühle für dich. Es kann auch sein, dass wir hier eine Past-Life-Verbindung drin haben, ja, in den ein oder anderen Fällen. Er möchte sich hier etwas aufbauen, etwas Stabiles und hat aber irgendwo auch die Angst, dass er das alleine nicht packt. Aber mein Lieber, ganz ehrlich, Beziehung ist keine Einbahnstraße. Dieser Weg, wenn du den gemeinsam beschreitest mit jemandem, sorry, ich muss gerade hier mit Gegenüberlein quatschen. Dann macht ihr das zusammen. Jeder bringt seinen Part mit ein. Woher kommt diese Angst, das nicht alleine zu schaffen, wenn es überhaupt nicht in deiner Verantwortung liegt? Okay, wir haben hier eine Mutterthematik auch mit drin bei den ein oder anderen, ja. Bröselt hier gerade ganz dezent durch. Okay, er hat hier diese Form von Zuhause, von Liebe, Partnerschaft, Beziehung, dieses Grundfundament hat er nicht mitbekommen. Das hat er selbst erfahren müssen. Boah, krass. Ziemlich krass. Auch dazu möchte ich gleich mal noch eine Liebesbotschaft abholen. Drei, drei, drei. Also die erste Karte. Wir lieben sie so sehr. Entschuldigt, meine Lieben. Die Geduldskarte, ja, allein die Zeit wird es zeigen. Ja, wir haben ja hier mit den sieben der Münzen auch schon so ein bisschen die Geduld, aber das ist eher Richtung Vergangenheit hier. Irgendwas ist hier am Entwickeln, irgendwas ist hier im Wachstum. Die emotionale Ebene, also habe ich zwar nicht hier drin liegen, aber ich habe das Gefühl, dass es auf der emotionalen Ebene hier einen kompletten Umbruch gab, wo er sich wirklich selbst wieder zusammenflicken musste erstmal, um seine Gefühle anzuerkennen, um sie überhaupt bewusst wahrnehmen zu können. Lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Ich habe es gerade gesagt, ja. Und hier kommen wir schon wieder zur Macht der Liebe, dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wird erhört werden. Ihr habt beide gebetet, ihr habt beide für euch beide, für eure Verbindung gebetet, ihr habt beide für euch selbst, für euch persönlich gebetet.
dass hier etwas passiert, dass hier ein Wandel eintritt, dass hier ein Umschwung, eine Transformation vollzogen wird. Und ja, ich bekomme gerade rein, bei den ein oder anderen kam es nicht so in der Form wie gewünscht. Ja, was natürlich, es kommt immer anders, als man denkt. Aber hier sind notwendige Dinge passiert, also absolut notwendige Situationen, Erfahrungen, ich sage jetzt mal so Turmmomente, ja, in welcher Form auch immer. Neutral, meine Lieben, neutral. Gewisse Dinge oder es ist nein, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Also, die Energien sind neutral, okay? Was wir damit machen, die Energie, die wir dieser Situation geben, diesem Umstand, diesem Ereignis, das macht das dann zu etwas Positivem oder Negativem. Gut. Ich sehe hier auch, du hattest in dieser Zwischenzeit, innerhalb dieses Prozesses ist auch in deinem Leben einiges passiert und deine Gefühle wurden auf die Probe gestellt. Deine tiefsten Emotionen wurden getriggert, ja, gewisse Erfahrungen auch bei dir aus der Vergangenheit, alte Wunden, die eventuell aufgerissen sind, durch diesen Menschen, durch dieses Gegenüber oder auch allgemein, ja, wo dieser Mensch hier vielleicht nur teilweise involviert war, aber es ist bei euch beiden, ist hier einiges passiert. Meine Lieben, um das Bild komplett zu machen, holen wir uns jetzt noch die Handlungsebene dazu. Was hat er vor? Was sind seine nächsten Schritte in deine Richtung? Ja, wir sind noch in der Zeit. So. Was war die erste Karte? Die 6 der Stäbe. Dann haben wir das Ass der Schwerter, der König der Kelche. So, lasst mich mal kurz gucken, ob das alles war, was sich umgedreht hat. Jawohl. Okay. Wir holen uns noch eine ab. Ach du Goldstück, das gibt's ja echt nicht. Die Liebenden. Er überwindet den Konflikt. Unterm Deck der Turm, ja. Als Hauptenergie hierfür, für eure Verbindung, der totale Umbruch, der komplette Durchbruch. Ich möchte, dass wir uns diese Handlungsebene ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ja, bitte. Die 6 der Stäbe. Das Ass der Schwerter. Der König der Kelche. Und die Liebenden. Wir erinnern uns an die Gedanken, an die Verstandesebene-Reihe, ja, wo ich gesagt habe, warum dieser ganze Konflikt? Er weiß doch sowieso, was kommen wird. Er hat das Vertrauen, dass es hier ein Happy End geben wird. Habe ich vorhin gesagt. Und genau das zeigt sich hier auf der Handlungsebene. Wenn ich so sagen darf, ihr Lieben, dieser Typ, der packt sich an den Eiern, ja, und der hat hier eine Entscheidung getroffen, beziehungsweise trifft hier eine Entscheidung, und zwar nicht irgendeine.
Nein, er entscheidet sich dafür, diesen Weg, was auch immer auf euch zukommt, mit dir gemeinsam zu gehen. Und er möchte nur dich. Er will mit dir zusammen sein. Er möchte diese Beziehung voll und ganz führen. Ja, und schon sind wir wieder bei dieser göttlich-männlichen Energie. Er möchte diese Beziehung führen. Im Gegenzug braucht er dafür natürlich deine Hingabe. Das ist so schön. Ah. Der König erhebt sich, der König erhebt sich. Es ist so ein schönes Zusammenspiel zwischen dieser Feuerenergie. Nee, wir haben hier alles mit drin. Die Feuerenergie, die Wasserenergie, die Luftenergie und die Erdenergie. Das ist so ein wundervolles Zusammenspiel zwischen den Elementen. Das heißt, es wird hier alles in den Ausgleich gebracht. Es wird hier sortiert innerhalb eurer Verbindung, innerhalb seiner Gedanken, seiner Gefühle, seiner nächsten Schritte. Und das Gleiche bei dir auch, weil ihr seid hier eine Einheit, ihr zwei. Es ist, nee, ich muss es so sagen, es ist einfach so unglaublich schön. Es ist so eine schöne Energie. Saug das in dich auf. Trotz eventuell aufkommender Hindernisse. Dieser Mensch ist überzeugt davon, diesen Weg mit dir gemeinsam zu beschreiten. Auch hier, meine Lieben, holen wir uns natürlich wieder eine Liebesbotschaft ab. Unglaublich schön. Es ist auch wieder drin. Und die Karte unterm Deck natürlich nicht zu vergessen. Ich nehme sie jetzt ganz kurz mal vorweg, okay? Weil sie einfach so wunderschön ist. Ich liebe dich. Gut. Nehmen wir trotzdem, ich lese trotzdem noch vor, was wir hier haben. Wir haben die Kraft. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Seid ihr euch darüber bewusst, was das für eine wundervolle Energie ist? Ich muss nicht bleiben, aber ich will. Ich entscheide mich dafür, den Weg an deiner Seite zu gehen. Ich entscheide mich dafür, an deiner Seite zu bleiben. Das ist nicht irgendein Ding, weil irgendwer was gesagt hat oder weil wegen Bestimmung oder sonst irgendwas. Nein, ich treffe die Entscheidung. Ich entscheide, dich zu lieben und treu an deiner Seite zu stehen. Dann haben wir die Umarmung. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Das weiß er. Das weiß er. Davon ist er schon die ganze Zeit überzeugt, dass du das perfekte Gegenstück bist. Und auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint. Die Liebe überwindet Raum und Zeit. Ihr werdet euch nicht vermissen. Es kann sein, dass hier eine räumliche Trennung besteht. Es kann aber auch sein, dass es hier sich nur um eine emotionale Distanz handelt. Was heißt nur? Ich wollte es jetzt nicht runterspielen, meine Lieben. Wie oft kommt es aber vor, dass man sich ein Haus teilt, eine Wohnung teilt, dass man zusammen lebt
und sich trotzdem voneinander so weit entfernt fühlt. Auch hier gilt es natürlich. Ja, meine Lieben, ein eindeutiger Fall von Happy End, bis dass der Tod uns scheidet. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, ein märchenhaftes Reading, ohne aber damit sagen zu wollen, dass es nur ein Märchen ist. Nein, weil auch Märchen können wahr sein, wenn wir sie wahr werden lassen. Ja, ich glaube auch an Einhörner. Ja, wirklich, Tatsache. Ist mir egal, ob er mich jetzt für verrückt haltet. Habe ich gar kein Problem mit. Lovelies, ich drücke euch ganz fest und ich freue mich ultra für jeden auf das, für jeden, auf den dieses Reading zutrifft. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.